Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Blogbeitrag. Ja, was jetzt so bei mir läuft, ich versuche diese Erkältung, die ich seit mehreren Tagen habe, mit der Hilfe von den isländischen Pflanzen zu kämpfen. Und das mache ich hauptsächlich mit Islamus. Islamus kann man hier auf Island in vielen Supermärkten einfach kaufen und in jedem Fall auch in diese Naturläden. Und die tue ich einfach so ein bisschen von denen so in ein Glas, die habe ich mir auch geholt. Einfach, naja, ein bisschen Wasser in ein Glas hinein. Und dann tue ich einfach heißes Wasser drüber, so als ob ich mir einen Tee machen würde. Das schmeckt ein bisschen bitter. Und deswegen habe ich mir auch so Fjallagrasa Sirup oder Islamus Sirup gekauft. Da tue ich ein bisschen da rein, lasse das ein bisschen liegen. Dann werden auch die Kräuter, die sonst etwas hart sind, dann werden die weich. Und dann trinke ich das. Und das ist sehr gesund. Und hoffentlich macht es meine Erkältung weg. Ja. Wusstest du schon, dass hier auf Island im Sommer wir etwa bis zu 500.000 Brutpaare von Küstenseeschwalben haben? Das heißt, in der Winterzeit sind sie, naja, in den Südpolgebieten da und dann fliegen die für die Sommerzeit hier nach Norden, um ihr Eier zu legen, um zurückzufliegen. Also quasi von einer Ende der Welt zu der anderen und dann zurück. Und die sind dementsprechend fantastisch gute Flieger. Die sind ziemlich so kleine Vogelart, sind so etwa 35 cm lang und sind etwa 80 cm breit und wiegen 120 Gramm. Die legen 1 bis 3 Eier und wissen wirklich, ihre Eier zu verteidigen. Und die machen das wirklich mit aggressivsten Luftattacken. Und die bruten ja in Kolonien. Und das heißt, wenn man sich in ihr Revier eintraut, dann kriegt man die Luftattacke schlechthin von allen. Und wenn das nicht alleine reicht, dann setzen sie Chemikalien ein. Weniger schön. Das heißt, leg dich mit einer Küstenseeschwalbe nicht an, weil du wirst verlieren. Ja, herzlichen Dank für heute. Das war es schon wieder. Danke für Zugucken und zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle sage ich, werde seil.